Nachdem wir uns jetzt in zwei Missionen mit meiner Koblern rumärgern mussten, erhalten wir nun den Auftrag, eine Manufaktur zu finden und zu zerstören. Dank unseres neu erworbenen Wissens aus dem Manacopter-Video wird das ein Kinderspiel und wir können diese Mission sogar als Pazifist beenden. Wenn ihr das Manacopter-Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun, da die dort ermittelte Strategie den Rest der Kampagne stark beeinflussen wird. Die Manacopter-Manufaktur befindet sich weit hinter feindlichen Linien am Ende eines Labyrinths aus Bergen und Schnee. Glücklicherweise waren genau solche Situationen der ursprüngliche Sinn des Abkürzungszaubers. Dazu brauchen wir natürlich einen Priester. Die zwei Gebirge östlich und westlich unserer Startposition haben aber zum Glück das nötige Gold und wir starten mit genug Kohle. Weitere Rohstoffe sind irrelevant, da wir nicht mehr benötigen werden. Was wir benötigen werden, ist eine Mana-Produktion. Ihr werdet auf dieser Karte nicht viel Platz haben, brodet also so viele Bäume wie möglich. Förster solltet ihr zwar in der Hinterhand haben, aber da wir nichts einlagern können, ist die normale Rodung wichtiger. Während ihr auf euer Mana wartet, könnt ihr schon mal einige Diebe zum dunklen Land schicken. Dort angekommen nehmt ihr den südlichen Pfad. Der nördliche wird oft von dunklen Gärtnern und ihren Eskorten besucht. Folgt der Küste so lange, bis ihr euch westlich eures Ziels befindet. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr hinter dem dunklen Land auch das nächste Gebirgsstück sehen können. Dort ist der Eingang. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, könnt ihr natürlich den Orakelzauber verwenden. Danach müsst ihr nur noch einen eurer Priester an den Eintrittspunkt bringen, den Schnee schmelzen und dann mit ein paar gut gezielten Abkürzungszaubern die Manacopter-Manufaktur zerstören. Wenn ihr euch ganz geschickt angestellt habt, habt ihr die Mission sogar ohne Kills auf beiden Seiten gewonnen. Wer hätte gedacht, dass es so einfach sein kann?